Meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir reagieren auf TJ. Der hat nämlich eine Antwort auf Sascha gemacht. Ja, und am Anfang redet er kurz über Seven West White, das juckt aber keinen. Wir gehen natürlich direkt rüber zu dem richtigen Thema und lasst ein Follow da auf Twitch und wir gehen hier rein. Und dieses Jahr sind wir um. Juckt keinen. Die Werbung juckt. Ah, hat extra das umgekehrt gemacht, um das Placement reinzukriegen. So einer ist das. Gibt nicht. Es geht null um mich als Person, so wie Sascha als Person. Es geht allein um Meinungen und Aussagen von uns beiden. Aber was ist denn grob passiert? Ich habe ja in meinem Ninja-Tournament den CBD-Hersteller Hemp Crew als Sponsor. Ist by the way ein Sponsor, auf den ich aktiv zugegangen bin, weil ich persönlich die Wirkung von CBD auf mich halt eben sehr gut finde. Aber da kommen wir später im Video nochmal zu. Auf jeden Fall geht es im Video von der lieben Sascha viel um die Fragen, darf man, obwohl, nee, dürfen tut man es, aber sollte man als Influencer Werbung für CBD-Produkte machen? Phil, was geht? Schön, dich hier zu sehen. Muss man in Partnerschaft. Noch nicht so groß zu ist. Und wie sollte man diese Werbung gestalten? Sascha sieht das ganze Thema halt eben sehr kritisch an und um ihre Sichtweise halt eben zu untermauern, zeigt sie mehrere CBD-Werbungen, unter anderem auch meine, und kritisiert diese, beziehungsweise kritisiert auch mich. Erstmal, was ich aber im Vorfeld sagen möchte, ist, dass ich diese Kritik von Sascha jetzt um einiges besser fand, als wenn sie früher mal in dem Video über mich geredet hat. Vor allem im Video davor hatte ich sehr doll das Gefühl, dass sie halt mich irgendwie extra missverstehen möchte, extra die Dinge auch so schneidet, so den Zuschauern zur Verfügung stellt, dass halt die Dinge eben nicht mehr so sind, wie ich sie im Kontext gesagt habe. Und bei dieser Kritik jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass sie das nicht extra so gemacht hat. Dementsprechend schon mal Daumen hoch für eine positive Entwicklung, muss man auch sagen. Und dazu starten wir mal mit einer Kritik von Sascha, die ich ohne Gegenwehr genauso annehme. Und zwar. Ja, also ich habe auch mir mal so CBD geholt, aber als Gras, habe das dann so einen Tee gemacht. Hat bei mir jetzt auch nicht so viel gebracht, um ehrlich zu sein. Habe ich in einer Story aber vielleicht CBD Tropfen, in besser, weiß ich Kaffee nicht. Getan. Und das Ding ist, CBD ist im Freiverkäuflichen halt eben kein Lebensmittel und dementsprechend ist die offizielle FAC-Empfehlung, das halt eben nicht runterzuschlucken. Deswegen wird auch von den Herstellern selbst empfohlen, Lockdown, danke für den Prenzer, die Tropfen nach einer Minute auszuspülen. Das findet ihr entweder auf der Packung oder auf der Webseite selbst. Es soll halt nur im Mundraum verteilt werden, über die Schleimhäute aufgenommen werden und dann halt eben wieder ausgespuckt werden. Ist halt die offizielle Empfehlung, ist natürlich dumm von mir, mich nicht dran zu halten. Ganz kurz zur Erklärung, warum ich das überhaupt in meinen Kaffee getan habe. Wir haben hier in Aachen einen Kaffee, bei denen kann man halt ja, eben... Ja gut, aber da ist halt die Frage, ne, also ist natürlich jetzt keine Empfehlung, aber ich sag mal so Lachgas, ne, nutzen wir auch alle nur für Sahne logischerweise, aber ich wollte nur sagen, denke, so ein Sahnekuchen wäre jetzt echt mega. Also ist ja die Frage, okay, ist es ja die Verzehrempfehlung, ist aber die Frage, ist es schlimm, wenn man das trotzdem trinkt, weil also ne, die Firmen müssen das ja aus rechtlichen Dingern draufschreiben, weil es ja kein Lebensmittel ist. Die Frage ist aber, hat es wirklich Nachteile, wenn du es halt, wenn du es runterschluckst, ne? Das ist ja eher die Frage. Kaffee mit CBD drin kaufen und die Tropfen, halt wirklich die Tropfen einfach, so wie ich es auch gemacht habe, einfach so in den Kaffee rein. Und daher habe ich das halt eben. Aber natürlich, ich habe mich in der Werbung nicht an die offizielle Verzehrempfehlung gehalten. Stupid. Mache ich nicht nochmal. Was ich aber dann nicht verstehe, ist, dass Sascha halt eben kritisiert, dass Influencer die Tropfen in ihren Mund tun. Das Problem ist eben, dass die Influencer das nicht vermitteln, sondern beispielsweise in ihr Getränk tun oder einfach direkt in den Mund. Also klar, mit dem Kaffee check ich, aber wieso kritisierst du, dass Leute das in ihren Mund tun? Also man soll es ja in den Mund tun, deswegen, ja, die Kritik verstehe ich an der Stelle dann nicht so wirklich. Aber naja, kommen wir mal ganz kurz zu einem Punkt, den ich wie Sascha genauso kritisch finde. CBD ist kein Wundermittel und so sollte man es natürlich auch nicht bewerben. Also du nimmst es nicht und alle deine Probleme sind weg. Es gibt niemals Nebenwirkungen, dies, das. Ist es nicht, CBD ist kein Wundermittel, ganz klar. CBD kann halt in vielen Bereichen helfen, aber ist kein Wundermittel und vor allem keine Alternative zum Arzt. Klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. Eine Person aus Saschas Community hat eigentlich sehr nice beschrieben, wie man CBD im Best Case nutzen sollte. Liebe Sascha, erstmal allgemein danke für deine Videos, immer informativ und unterhaltsam. Ich habe seit kurzem einen Rückfall meiner sozialen Angststörung und Platzangst erlitten. Ich nehme mir natürlich professionelle Hilfe, aber da viele Therapeuten keine Kapazität haben, habe ich... Sascha hat mir angefangen, dass es Leute schlucken in ihren TikToks. Ich habe leider das richtige Video nicht gesehen. CBD-Öl probiert mit 1000 Milligramm, 10%. CBD, um meine Panikattacken zu mildern und ich werde wirklich etwas entspannter und schlafe länger und tiefer als normal. Ich habe angefangen mit 2x3 Tropfen pro Tag in mein Getränk, bin dann auf 3x3 Tropfen pro Tag gegangen. Das schwankt aber je nach mentaler Tagesform. Das wollte ich mal so als Erfahrung mitteilen. Und so sollte man es halt eben nehmen. Also natürlich nicht ins Getränk tun, außer der Arzt erlaubt es dir, sonst haut Sascha dir auf die Finger. Aber natürlich, wenn man ein Problem hat, erstmal die klassischen Wege gehen, vor allem bei psychischen Erkrankungen, würde ich halt niemandem empfehlen, so einfach so, yo, kauf dir CBD, 7. Runde und deine Angst ist weg, so, lol, obvious nicht. Natürlich sollte man erstmal zur Therapie und zum Arzt gehen.
Aber, und das beschreibt der Kommentar halt echt gut, es kann halt ein nice Add-on oder eine sehr, sehr nice Alternative sein. Ich tue, danke für den Prime Sub. Genau so habe ich es auch immer beworben. Aber machen wir mal weiter. Und ich muss mir nochmal einen Fehler in meiner Kommunikation eingestehen. Die Hemp-Crew hat ja auch Sportgele. Die fördern halt eben deine Durchblutung, relaxen, kühlen und fühlen sich einfach gut an, wenn man sie auf Stellen massiert, die ein bisschen dolle belastet wurden. Was sie aber nicht machen ist, Muskelkater vorbeugen. Und genau das habe ich halt eben behauptet. Und Coach Steph hat dann halt eben im Sascha-Video richtig erklärt, dass es halt eben keine Wundersalbe gegen Muskelkater gibt. Das einzige Mittel, das gegen Muskelkater hilft, ist öfter machen, mehr machen, weitermachen, durchhalten und dann wird das Ganze schon besser. Es gibt da kein Medikament dagegen, kein Hausmittel dagegen, keine Salbe, keine Cremes, keine Spritzen. Also es gibt da wirklich nichts außer durchziehen, durchhalten, dranbleiben und weitermachen. Ein bisschen war ich und andere Kommentare dann aber ein bisschen verwirrt von der Aussage, das einzige Mittel gegen Muskelkater ist halt, weitermachen und durchziehen, weil es gibt ja schon Mittel oder schon Techniken, schon Dinge, die man aktiv gegen Muskelkater machen kann. Also die Aussage, nichts hilft gegen Muskelkater außer weitermachen. Chris, danke für den Preis. Halt und deswegen habe ich hilft da nicht Magnesium? Ich weiß es nicht. Aber und er hat mir halt erklärt, dass natürlich Dinge wie Eisbaden, Kaltduschen, Wechselduschen, Antioxidantien, Entzündungshemmende, Lebensmittel und Supplements natürlich bei der Regeneration des Muskels helfen können, so ganz klar. Und auch den Muskelkater verhindern können. Ja, aber großer, diese typischen danke schön, Sportsalben halt eben Krämpfe, nicht okay. Bis in den Muskel vordringen. Also diese Sportgülle können sich gut anfühlen. Aber Muskelkater ist ja auch erstmal was Gutes, ne? Es ist ja, das sagt ja quasi nur, dass der Muskel gerissen ist, aber soll er ja, damit er wächst oder nicht. Regenerieren würden, erfrischen, also sich auch für den Kopf gut anfühlen, aber sie beugen halt eben keinen Muskelkater vor. Das war eben Quatsch zu sagen und wird auch jetzt bald von der Hemp-Crew-Seite berichtigt. Was dazu aber noch spannend ist, Coach Steph meinte im Telefonat, dass natürlich auch CBD bei der Regeneration des Muskels helfen kann. Weil alleine, wenn du halt davon besser schläfst und tiefer schläfst, entspannter schläfst, du natürlich im Schlaf besser regenerierst. Und wie wir alle wissen, ist Coach Steph Sascha-approved. Coach Steph Sascha-approved. Außerdem habe ich mich übrigens für diese Antwort hier mit Dr. Martin Buruf unterhalten. Der hat eben seit 30 Jahren in der medizinischen Industrie tätig ist und außerdem spezialisiert in der Onkologie, Diagnostik an zirkulierenden Tumorzellen und den Tumorzellen tötenden Eigenschaften von Cannabinoiden ist. Er meinte zu ist das nicht so ein Lobbyist von der Dings? Hat, glaube ich, wie heißt er denn? Hat Skouros, glaube ich, gesagt, ne? CBD übrigens auf Folgendes. Hat CBD auf vielen Ebenen im Körper regulierende Eigenschaften. Ganz speziell bei Entzündungsreaktionen. Wenn wir eine Entzündung glauben haben, schwächt CBD dieses Entzündungssignal ab. Und das ist zum Beispiel ein Grund, den man annimmt, warum Muskelkater oder Muskelverspannungen auch entsprechend entspannt, beziehungsweise auch die Entzündung aus diesen Muskeln herausgenommen wird, sodass die Regeneration der Muskeln besser ist und schneller ist. Ich dachte, ich bombardiere euch einfach mal mit ein paar Infos, wenn wir eh schon über das Thema reden. Aber machen wir mal weiter. Sascha kritisiert danach, dass ich ein paar Dinge, die man laut ihr im Video hätte erwähnen sollen, bei mir im Video halt eben nicht erwähnt hätte. Wie bei dem Punkt, dass wenn Leute halt eben was an der Leber haben, halt eben besser vorher mal mit ihrem Arzt abchecken lassen sollten, ob es okay ist, dass sie CBD nehmen oder halt eben nicht. Kann sein, dass wenn man schon vielleicht das ein oder andere Problem hat, zum Beispiel mit der Leber oder wenn man andere Medikamente einnehmen muss, dass sich da auch ein paar Probleme zeigen mit der Zeit. Und entweder wird das gar nicht aufgezählt oder ist eher weiter unten in der Infobox zu finden. Und, hä? Also das mit der Leber, was gerade angesprochen wurde, steht halt eben da drüber in der Videobeschreibung und abseits davon ist es im Video, Sascha, also sogar in einem Ausschnitt, den du selber zeigst. Also das habe ich jetzt nicht so wirklich gecheckt. Also natürlich könnte man immer noch detaillierter auf Dinge eingehen. So, natürlich könnte man auch noch so Dinge sagen wie, hey, wenn du was an der Leber hast und dieses und jedes Medikament nimmst, was in der Leber auch verstoffwechselt wird, dann sprich die Einnahme von CBD nochmal mit deinem Arzt ab. Also klar, könnte man machen, wird halt niemandem schaden so. Oder der Konsument denkt sich halt eben, oh, Leberkranke sollten das nicht nehmen. Ich nehme Medikamente, die was mit meiner Leber zu tun haben. Alkohol. Vielleicht sollte ich das mit meinem Arzt abchecken lassen. Aber zu dem Punkt kommen wir gleich nochmal, was nötig ist und was halt eben nicht. Aber weil das Video auch ein bisschen aufklären sollen, was macht denn überhaupt CBD mit der Leber? Beziehungsweise warum entsteht dort eine Wechselwirkung mit anderen Medikamenten? Das erkläre ich jetzt nochmal ganz kurz Dr. Martin Buchhoff. In der Leber werden Giftstoffe abgebaut. Das heißt, danke, die Pharmazeutika, die wir zu uns nehmen, sind im Endeffekt nachher auch Gifte, die irgendwie wieder aus dem Körper heraus müssen. Und da hat die Leber entsprechend. Ja, wir können uns den meinen MMO-Artikel gerne gleich nochmal angucken. Morgen kommt aber noch ein Video dazu, aber eigentlich kann ich den das doch doppelt mitnehmen. Das zu verdauen bzw. zu spalten und über die Nieren dann nachher auszuschalten. Ja, ich weiß nicht, viele haben auf jeden Fall gesagt, dass es ein Werbevideo ist. Also Skouros hat es ja auch gesagt.
Ja, ich finde das immer schwierig zu sagen, okay, ist es jetzt halt ein Werbevideo, weil er wird natürlich für das Placement kritisiert, wie er es beworben hat oder was Sascha in dem Video sagt. Also natürlich, weiß ich nicht, natürlich stellt man dann Sachen richtig oder sagt seine Meinung so. Ne? Wenn er selber CBD gut findet, ist es ja schon klar, dass er auch positiv darüber redet. So, ich finde jetzt nicht direkt, dass das ein Zeichen für ein neues Werbevideo ist. Um ehrlich zu sein, weil er muss ja nicht einfach sagen, ja, nehme ich komplett an, sondern natürlich darf er auch Dinge kritisieren oder richtigstellen. Weiß ich nicht, ich habe mich persönlich noch nicht mit CBD großartig befasst. Also wie gesagt, ich habe einmal so CBD-Knollen gehabt, die haben mir persönlich jetzt nicht so geholfen. Ich habe einfach Tee gemacht, mir extra so ein, wie heißt das hier, so ein Tee-Ding geholt. Also das ist quasi da reingemacht, dann zugemacht, dann konntest du damit so rumrühren im Tee. Weiß auch nicht, ob da jetzt dann viel in den Tee reingegangen ist oder nicht. Mir hat das halt nicht so viel gebracht auf jeden Fall. Grundsätzlich, ja, genau, so eine Teeglocke. Grundsätzlich soll ja jeder einfach, das ausprobieren. Sollte das ja jeder einfach ausprobieren, wenn einer Probleme hat oder so, ob das vielleicht hilft oder nicht. Finde das jetzt nicht schlimm, dass man dafür Werbung macht, auf jeden Fall. Es ist bekannt, dass CBD diese Enzyme, eine bestimmte Sorte dieser Enzyme, hemmt und damit den Abbau verlangsamt, teilweise sogar verhindert. Das bedeutet, Leute, die Opiate nehmen oder Menschen, die andere Schmerzmittel nehmen, kann es sein, bei bestimmten Schmerzmitteln, dass diese länger im Blut bei hohen Konzentrationen bleiben und damit besser wirken oder länger wirken. Oder man kann auch die Menge, die man einnimmt, deutlich reduzieren, weil CBD diesen hemmenden Abbaueffekt hat in der Leber. So, das zu dem kleinen Exkurs mal. Sollte auch ein bisschen was mitnehmen hier, ne? Oh! Da war Musikknochen. Okay, eine Nebenwirkung von Tischkante ist auf jeden Fall Schmerz im Musikknochen. Aber Nebenwirkung von CBD. Was sind denn die Nebenwirkungen von CBD? Beziehungsweise was ist die Main-Nebenwirkung von CBD? CBD, also kein Arzneimittel ohne Nebenwirkungen. Wobei die Nebenwirkungen beim CBD in meinen Augen in den meisten Fällen eher positive Natur sind. Sie haben CBD oder CBD macht müde, das ist richtig. Aber bei Leuten, die Schlafstörungen haben oder schwer in den Schlaf kommen, oder sehr gestresst sind, beruhigt CBD, entspannt die Muskulatur und man kann deutlich länger schlafen. Das können Sie selber feststellen, wenn Sie eine Tracking-Watch haben, wo Sie dann die Schlafphasen kontrollieren. Sie sind viel länger tiefer weg über Nacht. CBD durch seine Entspannung kann es den Blutdruck in vielen Bereichen leicht senken oder bei vielen Menschen leicht senken. Es ist nicht das optimale Blutdruckmittel, ist klar, es gibt kein Wundermittel in der Medizin, aber es hilft bei sehr vielen Zuständen im Körper. CBD, der Nebenwirkungskatalog bei dem Epidiolex, das ist das zugelassene CBD für epileptische Erkrankungen, dort haben wir eine Liste, dass die Ärzte bei der Gabe an die Kinder die Leberwerte überprüfen sollen. Aber hier muss man sagen, diese Kinder kriegen sehr, sehr viel verabreicht, sehr hohe Dosen, sodass man dann kontrollieren muss. Bei zu hohen Dosen kann es passieren, dass man Übelkeit bekommt, speziell bei Vollspektrumextrakten. Aber die Übelkeit kommt nicht wirklich von dem CBD, sondern eher von den begleitenden Terpenoiden, begleitenden ätherischen Ölen, die mit in diesen Vollspektrumextrakten sind. Man muss auch sehen, dass CBD natürlich ein Wirkspektrum hat. Je mehr ich nehme, heißt nicht, dass es besser wirkt ist, sondern es gibt ein Maximum. Und wenn man dieses Maximum überschreitet, kann es durchaus auch dazu kommen, dass man sogar Schlafstörungen bekommt, wenn man zu viel CBD genommen hat. Also es ist halt aufgrund dieses Endocannabinoid-Systems im Körper besonders wichtig, dass man ausprobiert, was die eigene Dosis ist bei dem CBD. Sascha kritisiert dann eben bei dem Punkt wieder, dass ich das halt eben nicht im Video gesagt habe und nur in meine Videobeschreibung gepackt habe. Und das Ding bei dem Punkt ist aber, indirekt habe ich es ja sogar im Video gesagt. Also wenn man für etwas wirbt, was sich halt eben schneller einschlafen lässt, dann muss man nicht sehr smart im Kopf sein, dass man sich dann denkt, ey, vielleicht könnte ich davon ja müde werden. Und das Ding ist, wenn CBD jetzt die ultra krassen Nebenwirkungen hätte, jeder Zehnte wird davon blind oder sowas. So obviously muss man es dann halt im Video erwähnen. Aber selbst die WHO sagt in ihrem CBD Critical Review Report. Oh, der ist größer sogar da. CBD-Lobbyist, habe ich schon gesagt. Tim Jacken stellt den jetzt neutralen Experten dann. Außerdem redet er über die überdosierte CBD-Version und nicht sowas, Tim Jacken vermarktet hat. CBD halt eben keine starken Nebenwirkungen hat und allgemein gut verträglich ist. Die deutlichste Nebenwirkung ist halt Müdigkeit.
Das geht halt vom Video hervor und steht dann auch mal in der Videobeschreibung. Aber um ja mal zu versuchen. Ja, Müdigkeit bedeutet nicht, macht müde, ja. Kann ja auch allgemein einfach, besser einschlafen bedeutet nicht müde, safe. Du kannst ja auch, ich bin auch manchmal komplett müde, wenn ich irgendwie sehr spät mir die Knie genommen habe und kann trotzdem nicht einpennen, aber beispielsweise. Ich, ne? In der Videobeschreibung halt noch detailliert auf alles einzugehen, was da, wie, wo passiert im Körper, wo man aufpassen sollte bei CBD, dies, das. Steht aber jetzt nochmal alles deutlicher in der Videobeschreibung gekennzeichnet. Dazu generell, um mich hier ein bisschen besser zu verstehen, ich will hier ja nicht irgendwie versuchen, einfach nur so stumpf gegen zu argumentieren, so, du hast nicht recht, ich habe recht, dies, das, das ist nicht meine Art, so, ne, das will ich nicht, sondern ich will versuchen, rauszufinden, was halt der beste Weg für den Zuschauer ist. So, weil darum sollte es hier primär halt gehen. Kommen wir aber mal wirklich zum kleinen Problem, was mit CBD zu tun hat, und zwar, dass halt eben jeder Mensch verschieden ist und man halt eben ein bisschen ausprobieren muss. Das habe ich auch in meiner Werbung geschrieben, dass halt jeder Mensch verschieden ist und man ein bisschen ausprobieren muss. Fand Sascha nicht so geil. Problematisch ist, dass bei CBD eben keine Regulierung der Dosierung stattfindet und so auch einfach jeder behaupten kann, dass wenn nach zweimaligen Probieren keine Wirkung gezeigt wird, man die Dosis einfach erhöhen sollte und eine Überdosierung angeblich nicht möglich wäre, selbst wenn man die halbe Pulle trinken würde. Ganz kurz, trinkt nicht die halbe Pulle. Da steht extra nicht die halbe Pulle trinken. Ja, auch geil. Da steht sogar nein. Sondern einfach daraus, ja, trinkt das. Ja, Dosis erhöhen wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad würde ich vielleicht mitgehen. Ne? Bei Leuten wirkt sowas natürlich immer unterschiedlich. Kommt drauf an, wenn du jetzt sagst, 4 bis 6 Tropfen, wenn du mit 4 anfängst, du merkst nichts, dann 5 und dann 6 nimmst. So, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein, weil, wie gesagt, jeder ist verschieden. Vielleicht hat das bei dir auch einfach keine positive Wirkung. Wenn du aber zu viel nimmst, kriegst du irgendwelche negativen Sachen. Das kann natürlich auch sein. Ne? Deswegen weiß ich nicht, muss man nicht unbedingt. Also hätte man schon besser gar nicht schreiben sollen oder halt irgendwie so ein bisschen anders. Ne? I don't know, warum Sascha das hier extra falsch wiedergibt. Weiß ich nicht. Aber ja, es ist ein Problem, dass jeder Mensch verschieden ist und verschiedene Dosen braucht. Ich zum Beispiel fliege nach einer 400er Ibu so, und Freunde von mir brauchen mindestens 2, um auch nur irgendwie was zu spüren von der Ibu. Und ich finde, irgendwann muss man halt auch eben den Verbrauchern ein bisschen in Verantwortung ziehen, dass sie halt wenigstens einen Ticken nachdenken. Weil, I mean, ich sag ja im Video auch nicht, dass man nicht 3 Pullen auf einmal trinken soll. Da glaube ich halt eben an die Vernunft der Menschheit. Beziehungsweise an die Menschen, die das kaufen. Natürlich kann man als Addon immer noch mehr sagen, so, das ist natürlich nichts Schlechtes so. Die Frage ist nur, will ich mir was auch man sagen muss und wo halt der Konsument auch mal vielleicht einen Ticken denken kann. Weil wenn der Konsument überhaupt gar nicht mehr nachdenkt, müssen wir uns eben auch die Frage stellen, dass wenn man zum Beispiel Eiweiß verkauft oder Werbung für Eiweiß macht, dass man dann alle negativen Folgen von Eiweiß erwähnen muss. Keine Ahnung, dass man auch zum Beispiel davon miese Blähungen bekommen kann. Muss das in der Werbung stattfinden oder kann sich der Konsument einen Ticken selber informieren? Oder halbe YouTube Deutschland, die Red Bull saufen und viele, die auch Werbung dafür machen, müssen die halt eben die möglichen Nebeneffekte von Koffein erwähnen, dass man davon vielleicht schlechter schläft, dass man zittriger oder nervöser werden kann, Herzrasen bekommen könnte oder auch innere Unruhe verspüren könnte. Muss man das erwähnen oder kann man sagen, hey, ja, gut, Red Bull sagt, man sollte die Konsequenzen erwähnen. Ja, ist halt, also, weiß nicht, an sich hat TJ ja nicht so unrecht, ne? Also, ich sag mal, viele Sachen, die beworben werden, haben auch negative Sachen, ne? Gerade wenn man jetzt, keine Ahnung, irgendwas zu trinken oder zu essen und so weiter, trinken oder essen Placements bekommt. Ob man da immer alles erwähnen muss, ja, ist halt schwierig. Ich würde mit I Love Science auf jeden Fall mitgehen, ne? Koffein ist halt, die Punkte sind ja doch irgendwie viel mehr bekannt als CBD. Ich würde sagen, CBD ist schon noch eher so ein Nischenprodukt, ne? Also klar, gibt natürlich auch in jeder Stadt jetzt irgendeinen Laden, der das anbietet, ne? Wo man auch garantiert kein richtiges Gras kaufen kann, wenn man danach fragt. Aber dadurch, dass es halt eben noch nicht so bekannt ist wie zum Beispiel Koffein, würde ich auch sagen, dass man halt bei CBD schon eher darüber aufklären sollte, als jetzt zum Beispiel bei Koffein, wo es halt eigentlich, also wo man halt gesellschaftlich eigentlich schon alles auch mitbekommen haben sollte. Ne? Wenn man natürlich ein Nischenprodukt bewirbt, was jetzt noch nicht so im Mainstream drin ist, finde ich, ist es halt sinnvoller, weil man davon ausgehen kann, dass die meisten Leute eben noch nicht damit vertraut sind. Und dann ist es halt schon wichtiger, das Ganze ausführlicher zu machen. Zero schmeckt lecker. So, ist halt die Frage, ne? Also muss es der Influencer immer und immer und immer wieder erwähnen, hey, das sind die möglichen Nebenwirkungen. Oder könnte man sagen, okay, der Konsument muss halt auch einen Ticken Verantwortung ziehen, was er halt selber konsumieren möchte. Kommen wir mal ganz kurz zu einer kleinen Kritik, die ich an Saschas Video habe. Und zwar handelt es sich um die Aussagen von der Biologin Anastasia Schulze, die ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde. Im Vorfeld, ich zeige euch jetzt ganz kurz ein paar Ausschnitte von dem Tomatolix-Video über CBD. Er hat keine Werbung dafür gemacht, er wollte nichts verkaufen. Er hat einfach nur Resonanzen von seiner Community gezeigt, wie sie halt eben auf CBD reagiert haben.
CBD soll also super viele positive Effekte gerade auf die Gesundheit haben. Ich habe meine Follower auf Instagram mal gefragt, ob die schon Erfahrungen mit CBD gemacht haben und super viele Nachrichten bekommen. Ich hatte mein Leben lang unglaubliche Unterleibsschmerzen und habe nach der ersten Einnahme tatsächlich eine unglaubliche Verbesserung gemerkt. Ja, ich habe gemerkt, dass komplett die Krämpfe eben mir genommen wurden. Als ich dann gelesen hatte, dass CBD-Öl eben auch entzündungshemmend wirken soll und ich kurz vor einem Hexenschuss stand, dachte ich, okay, was soll's, ich probiere das Ganze jetzt aus. Habe dann CBD zu mir genommen, habe mich bewegt, habe gewärmt und am nächsten Tag war es deutlich besser. Also CBD-Öl hat mir wirklich mit den alltäglichen Schmerzen schon sehr oft geholfen. Seien es Kopfschmerzen oder Menstruationsbeschwerden oder wenn ich merke, dass ich mal einen stressigen Tag hatte, dann nehme ich auch gerne mal ein paar Tropfen und dann merke ich, dass ich einfach entspannter werde. Und beim Jetlag hat es mir sogar auch schon geholfen. Und Nebenwirkungen habe ich von CBD-Öl auch noch keine gehabt. Meine Erfahrung mit CBD ist, dass ich ganz krasse Hautprobleme hatte, Nesselsucht, also das sieht dann immer so aus, als wäre man in Brennnesseln reingefallen und das ganze Körper rot und keiner wusste einfach, woher das kommt und ich war auch immer ganz oft beim Hautarzt und alle möglichen Tests gemacht und irgendwie war so, ja, wir wissen auch nicht, was es ist. Naja, Skrulls, wir müssen jetzt nicht übertreiben, dass jetzt alles gestellt ist. Also wer Cortison kennt, weiß natürlich, dass das nicht so gut ist. Es ist halt auch immer noch Tomatolix, ne? Okay, würde ich schon sagen, dass es seriös ist. Ich probiere einfach mal CBD. Ich nehme das so in Kapselform, ist mein Ausschlag weg. Und das ist natürlich kein wissenschaftlicher Test und kann auch sein, dass es dann vielleicht dann doch nicht am CBD liegt, so, aber außer Cortison, das ist das Einzige, was mir geholfen hat. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Lebensqualität gegeben oder wieder zurückgegeben. Ich benutze die Tropfen meistens während meiner Pille. Ja, Digga, wir haben es verstanden, Alter. Junge, wie viele Leute willst du noch einblenden? Haben viele, viele Leute unter ihrem Video halt ihre positiven Erfahrungen mit CBD berichtet. Es gibt unfassbar viele positive Erfahrungsberichte von CBD im Internet, also um die sich alle durchzulesen. Ja, viel Spaß, es dauert eine Weile. Und selbst unter so einem Anti-CBD-Video, wie das von Sascha hier, gibt es halt wirklich sehr, 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 sehr viele positive Erfahrungsberichte. Obwohl halt eben eine YouTuberin, die sie sehr mögen, gegen CBD was sagt, sie trotzdem noch pro CBD argumentieren. Also ich habe hier ein paar Kommentare eingeblendet, stopp es gerne, um das durchzulesen. Aber es sind auch noch nicht ansatzweise alle Kommentare unter ihrem Video, die halt pro CBD bzw. positive Resonanzen widerspiegeln. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu Anastasia, weil vor allem ein Argument, warum CBD bei ihm wirken könnte, finde ich echt weak. Sie spricht zuerst über den Placebo-Effekt, der bewiesenermaßen funktioniert. Ist auf jeden Fall ein Fairpoint. Es gibt so einzig positive Berichte, ja gut, aber trotzdem denke ich, dass CBD vielen Leuten hilft, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also wie gesagt, ich bin ja nicht, selber nicht davon betroffen, also mir hat es jetzt nicht geholfen, wobei, vielleicht sollte ich mir mal so Tropfen holen, irgendwie die abends mal nehmen. Aber weiß ich nicht, ich finde das schon legitim, das halt zu zeigen, dass in einem Video, wo negativ darüber gesprochen wird, dann trotzdem viele positive Kommentare sind, ist jetzt auch nicht immer so. Placebo-Effekt kann eine Wirkung hervorrufen oder sie verstärken oder auch sogar abschwächen, wenn man im Vorfeld schon sagt, so näher bringt eh nichts. Dann kann Placebo auch abschwächen natürlich. Dazu bringt sie den Punkt, dass es halt eben vielleicht auch nur wirkt, weil man CBD in eine Routine mit einbaut. Also man trinkt zum Beispiel abends eine Pulle Tee, nimmt dabei ein paar CBD-Tropfen und dann signalisiert man so dem Körper, hey, wir gehen gleich ins Bett und er wird halt ein bisschen ruhiger, wird ein bisschen müder. Kann auf jeden Fall auch funktionieren. Routinen sind was Wunderbares. Beide Dinge können stimmen oder sogar auch in Symbiose wirken. Safe. Aber dann droppt sie was ich ein bisschen weird finde. Weil vielleicht nimmt man das CBD ja auch genau dann, wenn die Krankheit schwächer wird. Also die Krankheit kommt ja in so Wellen und dass man das CBD halt eben dann genau von einer guten Phase nimmt. Und bei vielen Sachen ist es halt, also jetzt eher in Bezug auf chronische Erkrankungen, ist es so, dass der Krankheitsverlauf einfach so wellen- oder schubenartig verläuft, dass es einfach sozusagen mit der Zeit oder einfach manchmal besser wird. Und dann, wenn man gerade in diese Phase, wo es einem sowieso besser geht, gerade angefangen hat, CBD-Öl zu nehmen, dann denkt man natürlich, ach, das muss ja daran liegen. Aber in Wirklichkeit hat das wahrscheinlich überhaupt nichts damit zu tun. Also ich persönlich finde die Aussage jetzt nicht so stark, weil dann könnte man das CBD ja auch in einer Krankheitsphase nehmen, wo es einem kurz wieder besser geht und danach geht es einem schlechter. Und wenn man sich halt so mal typische Erfahrungsberichte durchliest, dann sieht man halt eben vor allem so, jo, meine Krankheit wurde dadurch schwächer, das hat geholfen, meine Schmerzen wurden gemildert. Oder Leute sagen, ja, es hat nicht so ganz wunderbar bei mir funktioniert, aber dass Leute sagen, jo, meine Krankheit wurde dadurch stärker, liest man jetzt eben nicht so oft. Dazu, wie soll dieser Effekt aussehen bei Krankheit und Schmerzen?
die immer und immer wieder kommen, also zum Beispiel in den O's. Also es wäre ja schon ein sehr, sehr starker Zufall, dass genau nach Einnahme von CBD der Körper sich einfach dachte, oh, jetzt komme ich alleine mit diesem Ausschlag zurecht. Oder auch die Frauen, die sagen, yo. Na ja, gut, auch Entzündungen können dann nach einer Zeit weggehen, ne? Also keine Ahnung, da muss man ja halt doch sagen, es kommt ja auch drauf an. Kann ja auch sein, dass der Hautausschlag jetzt beispielsweise durch, keine Ahnung, keine gute Ernährung gekommen ist oder so. Oder man vielleicht was gegessen hat, was man nicht so gut verträgt und das hat man zufällig da weggelassen. Deswegen ist es halt immer schwierig, ne? Da sollte man schon so ein bisschen, oder Stress beispielsweise, ne? Stress kann das auch auslösen. Deswegen, weiß ich nicht. Kann halt schon sein, dass du das CBD halt genau auch dann nimmst, wenn du vielleicht auch dein, also vielleicht auch andere Sachen weg sind, ne? Du hast irgendein Projekt abgeschlossen oder keine Ahnung, ernährst dich gerade gesünder, besser, machst mehr Sport oder whatever und dann können die Sachen auch dadurch kommen. Ne? Deswegen ist sowas halt immer sehr schwer, gerade von Einzelpersonen das irgendwie abhängig zu machen, ob jetzt irgendwas gut ist oder nicht. Ne? Deswegen gibt es ja auch Studien mit Hunderten oder Tausenden Teilnehmern, um eben genau sowas halt richtig untersuchen zu können. Meine Periodenschmerzen sind halt viel erträglicher dadurch. So dachte ich, der Körper dann auch so, oh, wir hatten jetzt monatelang oder sogar jahrelang richtig krass eklige Periodenschmerzen. Oh, nee, genau jetzt, wo wir jetzt CBD nehmen, komme ich einfach mal ein bisschen besser damit zurecht. Also kann natürlich alles sein, so, ne? Aber wo die Wahrscheinlichkeit liegt, dürft ihr selber entscheiden. Und dann noch zu sagen, dass CBD sehr wahrscheinlich nichts bringt, obwohl man ja weiß, dass es was bringt, weiß ich nicht. Klar, also man kann jetzt natürlich, weil man eben halt keine Studiendaten hat, nicht komplett ausschließen, dass es was bringen könnte, aber ich würde sagen, unwahrscheinlich ist. Oh, naja, aber gibt doch Studien, dass CBD hilft, oder? Also CBD ist ja auch in Gras drin, ne? Das wird ja von den Leuten runtergezüchtet, damit du einen höheren THC-Gehalt und so weiter hast. Also ich würde schon sagen, dass wahrscheinlich CBD halt was bringt. Dafür, dass es unwahrscheinlich ist, dass es was bringt, hilft es aber halt echt erstaunlich vielen Menschen. Selbst Tomatolix kam in seiner Doku. Also ich meine auch, dass es Studien dazu gibt. Gut zu dem Ergebnis. Fakt ist, CBD hilft mega vielen Menschen, auch wenn das wissenschaftlich noch nicht so richtig erforscht ist. Dazu, was mich halt echt verwirrt, sie bestreitet ja nicht, dass CBD in sehr hohen Dosen das bringt. I mean, es ist ein zugelassenes Arzneimittel. Zudem, was viele vielleicht auch noch gar nicht wissen, CBD selber hat sogar eine Zulassung als Arzneimittel. Wenn also jemand behauptet, CBD wirkt nicht, liegt der völlig falsch. CBD wird... Und warum sollte etwas, was in sehr hohen Dosen sehr starke Wirkung zeigt, nicht in niedrigeren Dosen auch eine niedrige Wirkung zeigen? Sascha unterstreicht übrigens das Statement von Dr. Anastasia Purnova nochmal mit diesem Statement hier. Ein Stoff, dem viel zugesprochen wird, ohne tatsächlich richtige Beweise. Wie gesagt, zumindest ist die Studienlage eher dünn dazu. Und ist das so? Ja, niemand will eine Langzeitstudie bezahlen, aber gibt es keine Beweise für die Wirkung von CBD? Also als erstes, es gibt ja Studien zu CBD, die sind halt klein, so, ne? Die sind nicht sehr lang, die sind nicht mit sehr vielen Teilnehmerzahlen, aber an sich sagen diese Studien ja schon so, hey, es hat eine Wirkung. Diese Studien haben halt nicht die krasse Aussagekraft, weil halt nur zum Beispiel 60 Probanden eingesetzt wurden, so, ne? Klar ist es dann keine Studie, auf die man sich ganz krass beziehen sollte in seiner Argumentation, aber es gibt Studien, die sagen, yo, hat Wirkung. Was ich aber halt eben viel mehr Beweis finde. Ja, die Studien hätte man halt jetzt schon mal zeigen können, auf jeden Fall, ne? Also. Dass es halt eben Millionen von Menschen hilft. Also, wenn es hunderttausende Rezensionen sowas gibt, die sagen, hey, es hilft mir. Ich kann davon besser einschlafen, ich komme damit besser mit Stress klar. Es hilft mir bei Kopfschmerzen, bei Migräne. Ist es dann kein Beweis, wenn wirklich hunderttausende von ähnlichen Erfahrungen berichten? Weiß ja nicht. Das fette Argument ist halt immer, yo, es gibt halt keine riesige Langzeitstudie mit sehr vielen Probanden. Aber zählen deswegen Hunderttausende von Rezensionen? Also gelten die dann einfach nicht mehr? Weiß er nicht und ich sehe das dann einfach, glaube ich, ein bisschen anders als Sascha. By the way, ganz kurzer Exkurs, warum es übrigens keine Langzeitstudie gibt, das hat Dr. Martin Buroff auch nochmal kurz erklärt. Ja, der zweite Teil über das Lara-Video kommt sowieso nicht. Das war schon danach klar, weil ich habe die Streams dann nicht mehr gefunden. Kann sein, dass er die gelöscht hatte. Wir werden in den nächsten Jahren noch viel mehr Studien bekommen und Untersuchungen bekommen. Problem dabei ist nur, da es ein Generikum ist. Das heißt, jeder kann es im Prinzip verwenden. Wird keine Pharmafirma groß Geld dafür ausgeben, um klinische Studien zu betreiben, weil sie die nicht patentieren können. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zur Anfangsfrage. Sollten Influencer für CBD werben? Ja, aber ich weiß, ich finde jetzt schon, dass man halt sagen kann, dass CBD wahrscheinlich halt vielen Leuten hilft, ne? Also wie gesagt, am klügsten ist es natürlich immer, bevor man sowas nimmt, das mit dem Arzt auf jeden Fall abzuklären. Ich kenne aber auch ein paar Personen aus meinem Freundeskreis, die nur CBD nehmen, also jetzt kein normales Gras, sondern CBD, denen das teilweise auch hilft, ne? Das ist natürlich kein Beweis, so, ne? Das kann auch bei 100.000 Leuten theoretisch Zufall sein, theoretisch, ne? Aber ich denke schon, dass es wahrscheinlich halt vielen
10 Leuten hilft und oder helfen kann, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich denke, klug ist es natürlich halt trotzdem, wenn man das vorher einmal abklärt. Macht natürlich keiner, aber ne, wäre natürlich schon besser, wenn man das einmal ja, sich irgendwie mit einem Arzt oder sowas da auseinandersetzt. Ne? Wenn ja, wie Saschkas meint, dann könnt ihr euch ja anhand meiner geschwärzten Augen auf dem Thumbnail denken. Ich weiß, Freunde, es ist ein Stilmittel von ihr, aber ihr könnt euch die Meinung von ihr trotzdem denken. Und ich muss sagen, wenn man aufklärt, wenn man zeigt, was es kann, was es nicht kann, wenn man es natürlich nicht als Wundermittel bewirbt, dann klar, warum nicht? Es kommt halt eben wie bei unfassbar vielen Dingen im Leben darauf an, wie man es halt eben macht. Ich bin halt eben überzeugt von der Wirkung von CBD auf den Körper. Okay, was heißt das? Jetzt keine großartige Manipulation gemerkt. Also keine Ahnung, ja, man kann sich vielleicht über den Experten streiten, ob man jetzt unbedingt den nehmen musste. Solange der aber an sich nichts Falsches gesagt hat. Also Millionen von Menschen überzeugen mich, dass es halt eben eine Wirkung hat. Und vielen meiner und auch deinen Followern tut CBD halt eben sehr gut. Das ist Fakt. Und klar, Saschka ist halt eben so ein bisschen anti, so, ne? Was auch vollkommen okay ist, ne? Nicht jeder muss alles auf dieser Welt geil finden. Aber das ändert eben nichts an meiner Überzeugung, tausenden von positiven Rezensionen einen Wert zu schenken. Und ja, ich weiß, Saschka sagt in ihrem Video, der ist halt eben niemandem die Erfahrung absprechen möchte, die sie halt eben mit CBD gemacht haben. Sagt aber, oder beziehungsweise schneidet aber auch ins selbe Video rein, wie jemand sagt, jo, CBD bringt wahrscheinlich nichts und sagt auch selber, es gibt keine Beweise. Ich persönlich bin halt eben Fan davon, dass wenn man ein Problem hat, eine Krankheit hat, Schmerzen hat oder sonst was hat und die Dinge, die man schon ausprobiert hat, halt eben nicht geklappt haben oder halt eben auch nicht hundertprozentig zufriedenstellend sind, dass man halt eben was anderes ausprobiert und halt eben bereit ist, sich positiv überraschen zu lassen. Wenn man aber kein Fan davon ist und sagt, jo, pflanzliche Dinge bringen alles nichts, dies, das, ist das auch okay. Dennoch werde ich weiterhin meinen Followern mit oder auch ohne Kooperation empfehlen, CBD auszuprobieren. Natürlich aber auch nur, wenn man es wirklich benötigt. Ne? Also nicht jeder braucht CBD, Freunde, sondern wenn es euch gut geht im Leben so, dann seid happy, dann ihr braucht dann kein CBD. Aber wenn ihr eben ein Problem mit irgendwas habt, was CBD lösen könnte, sage ich ganz klar, empfehle ich euch auf jeden Fall weiter. Bezüglich der Seriosität der Hemmclue oder auch generell der ganzen Kooperation. Also ich weiß nicht, ich finde es halt auch nicht schlimm, das halt zu bewerben. Also keine Ahnung. Ich versuche auch gerade irgendwie so zu überlegen, was da jetzt so krass manipulativ ist. Also klar, man kann sich halt über den Experten streiten, ne, gerade wenn er da selber in dem Bereich irgendwie drin ist und keine Ahnung, das verkauft oder der Lobbyist ist und so safe, ist seine Meinung natürlich dann schon vorgegeben. Ne? Eine neutrale Person wäre halt deutlich besser gewesen, aber ich finde jetzt generell CBD nicht schlimm auch einfach. Also ich glaube, das ist halt vor allem auch einfach das Ding, weil ich halt selber weiß, dass es halt Leuten auch theoretisch helfen kann. Und es ist nun mal einfach so, dass es halt auch positive Effekte haben kann. So, ihr sagt halt, ja, es ist pure Werbung. So, ja, er erklärt halt, warum er Werbung dafür macht und ist halt auf die Punkte von Saschka eingegangen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt das gleiche Video gemacht hätte und ich hätte vorher keine Werbung für CBD gemacht, dann hätte man doch wahrscheinlich nicht gesagt, dass es halt nur Werbung ist, ne? Wie gesagt, man sollte natürlich vorsichtig damit umgehen, das ist immer noch ein Arzneimittel, aber also, weiß nicht, ich sehe jetzt immer noch nichts krass Negatives an dem Video, um ehrlich zu sein. Also ich dachte auch, dass es viel schlimmer wird, aber ich finde jetzt vielleicht bis auf ein, zwei Aussagen, die TJ gebracht hat, finde ich das Video jetzt nicht schlimm. Weil vielleicht, I don't know, will jetzt der eine oder andere das mal auch mal ausprobieren. Passt bei CBD-Ölen bitte auf. Eine Menge Firmen, vor allem so Amazon No-Name-Firmen so, verkaufen nämlich sehr oft leider nicht das, was draufsteht. Da steht dann halt eben 10% CBD drauf. Ja, als Allheilmittel soll es natürlich nicht vermarktet werden. Aber ihr seid nicht. Deswegen habe ich auch hier die Coop mit der Hemmclue gemacht, weil sie halt eben ihr CBD von einem unabhängigen Institut, dem IFAA, halt eben testen lassen haben. Und die Ergebnisse von den Tests sind auch auf deren Website zu finden. Und ja, bei denen ist halt eben das drin, was draufsteht. Ergebnisse sind jetzt auch ganz kurz einmal eingeblendet hier. Freunde, das ist keine Werbung für die Hemmclue. Ich kriege hier keine Gage oder irgendwas für. Nur als Info, bevor ihr euch CBD-Öl kauft, guckt euch die Laborergebnisse an, weil wichtig. Und wenn es keine Laborergebnisse gibt zu der Firma, kritisch hinterfragen. So, was ist im ersten Video als Heilmittel verkauft, das geht nicht. Sagen, damit wir auch mal langsam zum Ende kommen hier. Ich fand die heutige Folge, Sascha macht ein Video über / gegen TJ, deutlich besser als zuvor. Bei ein, zwei Kritikpunkten stimme ich Sascha ja auch komplett zu so. Und generell, Kritik ist ja was Wunderbares so. Also, ne, wenn Kritik angebracht ist, bin ich ein großer Fan davon. Ich will mich ja auch weiterentwickeln und wenn ich einen Fehler mache, dann kritisiert mich natürlich so. Obviously, so, also, ne, ja, sie muss dann angebracht sein, aber natürlich kritisiert mich, wenn ich dumme Scheiße. Also, um mich nicht misszuverstehen, ich bin da Real Talk froh drum. Jedoch, wie ich gerade auch erklärt habe, stimme ich mit Saschka halt eben nicht mit allen Punkten hundertprozentig überein. Deswegen solltest du noch irgendwas auszusetzen haben oder du die Kritik halt eben nicht nur aufgrund von Videoinhalt machst, sondern halt wirklich was verbessern möchtest, dann sind meine DMs natürlich immer offen. Dazu danke an die Hemmclue, dass sie mich halt eben mit Studien voll gespammt haben. Danke auch an Coach Steph für den nicen Austausch.
Und danke an Dr. Martin Buchhoff für den Call und für dein ganzes Wissen. Ja gut, ich denke, hier endet das Video, jetzt sagt er einfach nur nochmal danke. Ja, also wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so schlimm, sag ich euch ganz ehrlich. Also weiß ich nicht, vielleicht können mir meine Zuschauer auf YouTube das noch eher sagen, aber ich fand das Video jetzt nicht so verkehrt, was er da gesagt hat. Na, aber klar, wenn das natürlich im ersten Placement irgendwie als Heilmittel oder sowas beworben hat, geht das natürlich gar nicht. Ne? Und dass er keine Studien gezeigt hat, aber gesagt hat, es gibt welche, ist natürlich auch ein Fehler. Ne? Gar keine Frage. Aber ansonsten fand ich das Video jetzt nicht so verkehrt. Keine Ahnung.